Und wir kommen zur Schlussrunde. In einer etwas abgeänderten Reihenfolge, aufgrund noch nicht an, ja, also entschuldigter Abwesenheit des Kollegen Moring, beginnt die Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke, Frau Hennig-Welsow. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, es ist schon beachtlich, dass man zur Schlussabstimmung bzw. zur Schlussrunde in diesem Parlament zum wichtigsten Gesetz in den nächsten 2 Jahren einen anderen wichtigen Termin als Oppositionsführer haben kann. Alle Achtung, ich habe Respekt, wahrscheinlich wird Mike Moring jetzt Bundesminister oder Ähnliches und anderes, darunter geht es ja nicht. Liebe Abgeordnetenkollegen, liebe Besucherinnen auf der Tribüne, wir reden hier über über 21 Milliarden Euro, die in den nächsten 2 Jahren in Thüringen verteilt werden. Wir reden über 21 Milliarden Euro, den Rahmen, den uns die Bundesgesetzgebung gibt, den uns die finanzielle Situation gibt, den Rahmen, den wir verteilen können. Sie haben mit Sicherheit alle gelesen, dass 45 Menschen ein Vermögen in Deutschland besitzen von 214 Milliarden Euro. Die Ärmsten, 50%, besitzen ebenso viel. Und an dem Punkt stellt sich doch die Frage, warum keine Vermögenssteuer, warum keine Umverteilung des finanziellen Reichtums in Thüringen, weil dann eben auch Bundesländer profitieren könnten, weil wir dann als Bundesländer viel, viel mehr gestalten können. Aber nein, es gibt Parteien in diesem Parlament, die auch in der Bundesregierung unterstützen, dass es keine Umverteilung des finanziellen Reichtums geben kann und damit auch keine wirkliche soziale Gerechtigkeit in Deutschland. Warum sage ich das? Unsere Rahmenbedingungen werden bestimmt. Und dennoch versuchen wir als rot-rot-grüne Koalition in Thüringen das Leben in Thüringen besser zu gestalten und den Menschen das Leben besser zu machen. Und ich glaube fest daran, dass wir mit diesem Landeshaushalt einen wichtigen Schritt in diese Richtung machen und dass wir einen guten Landeshaushalt beschließen. Ich will zwar in kurzen Abschnitten benennen. Wir machen zum ersten Mal keine Schulden, okay. Wir bauen die Schattenhaushalte der CDU ab. Wir tilgen mehr als zuvor. Aber wir investieren in die Menschen und wir investieren in Thüringen. Und das ist etwas, was wir brauchen, weil wir den Menschen das Geld zurückgeben müssen, was sie erarbeitet haben. Und da gehört es nicht nur zum guten Ton, in der Politik von sozialer Gerechtigkeit zu sprechen, von sozialen Ausgleichen, von Demokratie, von Ökologie. Nein, Landesregierungen und die tragende Fraktion sind in der Verpflichtung, es auch zu tun. Wir stellen massiv Lehrerinnen und Lehrer ein. Sie mögen das bezweifeln, aber wir stellen mehr Lehrerinnen ein, als es die CDU in den vergangenen Jahren ihrer Regierung überhaupt angepackt hätte. Wir schaffen als Einstieg in eine gebührenfreie frühkindliche Erziehung endlich ein gebührenfreies Kindergartenjahr in Thüringen, was Familien um etwa 1.400, 1.500 Euro im Jahr entlastet. Das ist mindestens ein Urlaub und ich glaube, es ist etwas, was wir unseren Familien in Thüringen zurückgeben können. Diese Landesregierung finanziert Arbeit statt Arbeitslosigkeit. Die CDU-Fraktion möchte 3 Millionen knapp in dem Programm streichen. Das ist nichts anderes als ein Misstrauensvotum an all die Langzeitarbeitslosen, die in diesem Land auf Arbeit warten, die dieses Programm brauchen, um wieder auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Ich finde, das gehört sich nicht. Wir haben viele Jahre über Hochwasserschutz geredet. Die Landesregierung stockte auf. Was macht die CDU-Fraktion? Hochwasserschutz ist ja nicht so wichtig. Da werden erst mal 15 Millionen Euro gestrichen. Wir halbieren tatsächlich den Sanierungsstau an Thüringer Schulen. Als diese Landesregierung gestartet ist, war es die Prognose, dass wir etwa 400 Millionen Euro brauchen, um den Sanierungsstau an Thüringer Schulen abzubauen.
Wir werden am Ende der Legislatur zwischen 250 und 300 Millionen Euro in die Thüringer Schulen selbst gesteckt haben. Und ich finde, das kann sich sowas von sehen lassen. Das ist wirklich ein gutes Ergebnis, was wir auch heute erzielen werden. Wir stärken die Sicherheit. Wir wollen eine digitale Polizei. Wir wollen mehr Polizistinnen. Wir wollen eine bessere Ausrüstung für die Polizei. Was macht die CDU? 30.000 Euro minus beim Verfassungsschutz. 300.000 Euro minus bei der Polizeischule. 600.000 Euro minus beim Landeskriminalamt. Minus 3,4 Millionen in der Landespolizei. Minus 40.000 Euro beim Katastrophenschutz. Ich frage hier in die Runde, wer ist eigentlich für die Sicherheit in diesem Land tatsächlich verantwortlich? Das ist Rot-Rot-Grün und wir kommen dieser Verantwortung nach. Wir stärken die Thüringer Kommunen, nicht nur mit dem neuen FAG, sondern auch noch einmal mit einem Finanzpaket von 200 Millionen Euro. Wir schützen die Menschen in Thüringen vor Pandemien, indem wir entsprechende Impfstoffe natürlich auch im Haushalt einstellen. Und wir stärken die medizinische Versorgung auch im ländlichen Bereich. Wir investieren in die Köpfe unserer jungen Menschen und packen sehr viel mehr Geld, als es jemals eine CDU-Landesregierung getan hätte, in die Hochschulen und die Ausbildung in unseren Hochschulen in Thüringen. Ich könnte diese Liste fortsetzen. Zum Beispiel, wie der Minister, der für Kultur zuständig ist, endlich eine stabile Struktur auch im Theater, im Orchester, im Bibliothek- und Museenbereich geschaffen hat, die wir mit diesem Haushalt heute unterstützen. Was mich aber tatsächlich besonders schmerzt, das will ich auch einmal hier sagen. Wir haben erlebt, dass in der Bundestagswahl eine extrem rechte Partei in den Bundestag gewählt worden ist. Gleichzeitig stocken wir als Landesregierung das Landesprogramm für Toleranz, Demokratie und Weltoffenheit auf. Was macht die CDU-Fraktion als Antwort darauf, zivilgesellschaftliche Initiativen zu stärken, was wir als Landesregierung tun? Die CDU kürzt 1,9 Millionen Euro mit ihren Vorschlägen. Ich finde, das ist im Kampf gegen Rechts ein Armutszeugnis und es ist wiederum eine Missachtung dessen, was Menschen ehrenamtlich zum Beispiel in Thema und überall leisten, wenn es um den Protest gegen Nazis geht und wenn es darum geht, Haltung auf der Straße zu zeigen. Kurzum, diese Landesregierung korrigiert Schritt für Schritt die Grausamkeiten, die eine CDU in der Landesregierung zu verantworten hatte. Das ist mit diesem Haushalt sehr, sehr deutlich. Alle unsere Fachpolitikerinnen haben das in der Diskussion der Einzelpläne sehr deutlich ausgeführt. Ich möchte an dieser Stelle mal den Mitarbeiterinnen auch gerade von Rot-Rot-Grün danken. Das sind Andreas Schuster, Stefan Schambach, Jan Richter. Ich will mich aber auch bei meinen Koalitionsfraktionen, vorwiegend Matthias Hay und natürlich Dirk Adams, bedanken für die durchaus sehr strubbeligen Gespräche, aber zusammen und im demokratischen Streit haben wir diesen Landeshaushalt zu einem Werk gemacht, was sich wirklich sehen lässt und was einen sozialen, demokratischen und grünen Handstrich trägt. Und dafür herzlichen Dank. Ich finde, wir haben die nächsten zwei Jahre etliches vor uns, auch mit diesem Landeshaushalt. Ich bedauere immer noch, dass wir aufgrund der Blockadehaltung der CDU erst im Januar diesen Haushalt beschließen können. Aber ich bedanke mich noch einmal und ich bedanke mich auch bei der Landesregierung, die dies auch vieles möglich gemacht hat. Und ich wünsche mir, dass wir heute zur Abstimmung kommen.